Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um die Neuzugänge der letzten Wochen, die so bei mir eingezogen sind. Ihr seht schon hier das obere Ende eines etwas größeren Stapels, denn es sind einige gute Bücher rausgekommen in den letzten Wochen und eins habe ich zudem auch noch geschenkt bekommen. Dazu gleich mehr. Wir fangen an mit dem wohl nicht bekanntesten Autoren in dieser Reihe, die jetzt kommt, an Büchern. Aber mit einem sehr interessanten Thema oder Titel besser gesagt, denn ich habe es in einem meiner zahlreichen abonnierten Newsletter gesehen. Der Buchhändler. So heißt ein Thriller von Petra Johann. Grüße gehen raus an dieser Stelle an den Max von Literaturtrunken, der ja, soweit ich weiß, Buchhändler ist. Vielleicht ist dieser Thriller ja etwas für ihn. Und ja, mich hatte der Klappentext angesprochen und dann habe ich das mitgenommen. Und zwar steht oben als Überschrift drauf, unter Verdacht. Nach einem einschneidenden Ereignis verlässt der 34-jährige Erik seine Heimat und übernimmt in einer bayerischen Kleinstadt eine Buchhandlung, wie der Titel sagt. Der Neustart scheint zu gelingen. Erik fühlt sich in Neukirchen wohl, bis die Tochter einer seiner neuen Freunde verschwindet. Die Grundschülerin hat in aller Frühe ihr Elternhaus. Oh. Hier ist ein Fehler drin. Oh. Auf dem Klappentext. Eieiei. Hier fehlt ein S bei Elternhaus. Die Grundschülerin hat in aller Frühe ihr Elternhaus verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Eine groß angelegte Suche beginnt. Hauptkommissarin Judith Plattner, die nach einem persönlichen Schicksalsschlag nie wieder eine Ermittlung leiden wollte, übernimmt den Fall. Nach und nach verdichten sich die Hinweise, dass jemand aus dem Umfeld des Mädchens für sein Verschwinden verantwortlich ist. Schon bald richten sich alle Augen auf Erik, den Neuen. Und dann macht jemand eine Entdeckung mit fatalen Folgen. Und darunter steht noch ein hintergründiger Thriller über eine Gemeinschaft, in der die Angst die Macht übernimmt. Ja, wie ihr seht, ein sehr textreicher Klappentext. Aber ich fand es interessant, vor allem das Thema auch, dass hier ein Buchhändler die Hauptperson spielt. Ich habe ja in meiner Jugend mal beim Buchhändler gejobbt, so ein bisschen als Ferien- oder Wochenendjob zeitweise. Hab da mal Flyer verteilt beim verkaufsoffenen Sonntag für ein paar Euro. Oder habe auch in Schulbuchphasen immer die Schulbücher sortiert, die bestellt wurden. Oder im Herbst eben die Kalender aufgehangen. Eine der schönsten Aufgaben, muss ich sagen, weil da gab es immer ganz viele schöne Bücher zu bestaunen. Und ich habe damals auch sozusagen Vorab-Exemplare bekommen und im Gegenzug Rezensionen geschrieben. Die Buchhändler bekommen immer die Exemplare vorher, das sind dann so nicht verkäufliche Versionen. Und ja, können dann entscheiden, ob und wie viel sie davon bestellen und inwiefern sie das angliedern und vermarkten in ihrer Buchhandlung. Also in welches Genre zum Beispiel oder ob sie, wie auch immer, das als Special-Verkaufsstand oder Regal noch exzessiver bewerben möchten. Das ist meine Vergangenheit und deswegen musste ich natürlich der Buchhändler ein Thriller mit dem Erik, der im Mittelpunkt der Geschichte steht, mitnehmen und freue mich schon sehr darauf, das Buch zu lesen. So, das war der Stapel von rechts nach links und wir kommen zu einem der wohl bekanntesten Autoren, Stephen King, nämlich später die deutsche Version von Later, eines der neueren, aber wohl nicht das neueste Buch, wenn ich so recht weiß. Das habe ich sogar schon gelesen, als ich im Urlaub war. Und ja, bin sehr begeistert gewesen, habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Auf meinem Kanal findet ihr unter den letzten, aktuellsten Videos auch eine ausführliche Rezension. Hier geht es um den jungen Jamie, der eine besondere Gabe hat, beziehungsweise eine übernatürliche, die ein bisschen zum Horror wird. Eben Stephen King halt, und der kann Geister sehen, also die Geister der Toten, die gerade gestorben sind, für ein paar Tage bis eine Woche, kann sich mit ihnen unterhalten und immer wenn er sie was fragt, sagen sie die Wahrheit. Damit hilft er
Zum Beispiel seiner Mutter, die Literaturagentin ist und ihr Bestsellerautor verstirbt, sodass sie aber durch seine Gabe das Buch fertigstellen können. Aber das Ganze hat natürlich auch negative Folgen. Denn wenn man immer wieder Tote sieht, ist es vielleicht nicht ganz so gut für die jugendliche Psyche. Stephen King kann daran wachsen, das Schreiben wie kein zweiter Autor, und ab dem Buch, glaube ich, habe ich schon gesagt, 4 Sterne gegeben. Also kann man sich nicht nur in dunklen Abenden mal geben, das Buch. Dann, wo wir eben bei Buchhändler sind oder waren, sind wir jetzt wieder bei Buchhändlern, denn ich habe was, ja, geschenkt bekommen von dem lieben Max von Literaturtrunken hier von YouTube, denn der hat Rabbits verlost, und das Ganze ist ein Thriller, der ein bisschen an Ready Player One erinnert, denn hier geht es, soweit ich hier aus dem Klappentext entnehme, um ein Spiel, was alle spielen und was mehr und mehr zur Realität wird. Und wenn man sich sozusagen aus diesen Fängen befreit, dann passiert etwas. Und die Spieler dürfen nicht drüber sprechen, denn wer darüber spricht, also es ist quasi ein geheimes Spiel sozusagen, der kommt in Gefahr. Hier steht auch drauf, die gefährlichste aller Rabbids-Runden hat längst begonnen. Ja, es ist wie mit den neuen Medien sozusagen, mit Spielen online, und von Terry Miles übrigens, und hat hier diesen wunderschönen Rabbids in den Seiten stehen, den Schriftzug. Will ich als eines der nächsten Bücher lesen, tatsächlich, habe ich mir vorgenommen. Hat, glaube ich, 500 Seiten knapp. Also ist nicht ganz dünn, aber jetzt auch nicht ganz dick. Und das war Rabbids. Danke nochmal an dieser Stelle. Dann, ihr habt das wahrscheinlich alle schon gesehen, das Video hat nämlich relativ viele Aufrufe von mir, und zwar Jean-Luc Banalé, der neue Fall für Kommissar Dupin, Bretonische Nächte. Hier wird Dupin in einen sehr persönlichen Fall verwickelt, denn andere Kommissare bzw. dessen Familie stecken mit drin an einem Mord an einer alten Dame, der viel mehr ist als das. Und wir reisen mit Dupin in die malerische Nordbretagne. Wie immer eine Mischung aus Kriminalroman und ein bisschen Urlaubsflair, ein bisschen, ich sag jetzt mal im positiven Sinne, Reiseführer. Denn Jean-Luc Banalé verwebt seine Geschichten immer mit dem lokalen, ja, kulinarischen oder Sehenswürdigkeiten oder einfach dem Lebensstil, der Landschaft und so weiter. Mir hat das Buch sehr gut gefallen. Wenn ich dann denke, blende ich euch die Rezension auch ein. Und ja, Kommissar Dupin, falls ihr da noch nicht kennt, auf jeden Fall lesenswert. Und ich empfehle mal mit Band 1 anzufangen, aber ihr könnt natürlich einsteigen, wo ihr mögt. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich auch schon rezensiert habe. Könnt ihr auch mal auf meinem Kanal schauen. Und zwar Was geschah Neid. Das ist Band 2 der Reihe um Kommissar Rafael Ibarra und seiner Kollegin Casta Zamora, glaube ich. Hier geht es um das Baskenland und seine Eigenheiten. In diesem Fall um etwas Kulinarisches, denn eine Restaurantbesitzerin mit geheimen Rezepten wird ermordet. Die Frage ist, Beziehungstat oder Konkurrenzdenken unter den Gastronomen. Bilbao ist, oder die Region dort im Baskenland, ist die, ja, am dichtesten von Sterneköchen besiedelte, sozusagen, weil ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier ist ganz viel Kulinarik mit drin, aber auch ganz viel Persönliches, denn Ibarra hat so seine eigenen Probleme und seine Kollegin auch. Und die Verdächtigen eben teilweise auch. Ein sehr kurzweiliger und auch kurzer, 245 Seiten ungefähr, Krimi, dem ich jedem ans Herz legen kann, der mal, ja, Spanien erleben will in Bücherform. Fernab von jetzt, ich sag jetzt mal, Madrid und Barcelona,
Denn Spanien hat noch viel, viel mehr zu bieten. Unter anderem den Schauplatz eines schönen Krimis. Dann kommen wir zum letzten Buch und auch das ist ein zweiter Teil einer Reihe. Ich dieses Jahr weiterlese, beziehungsweise in diesem Fall sogar dieses Jahr angefangen habe. Und zwar von Kay Rademacher die Trümmer-Trilogie und das ist Band 2 der Schieber. Und in Band 1 war es so, das basiert auf einem wahren Fall in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Trümmermörder, wo jemand, ja, Morde zwischen den Trümmern und den eingestürzten Häusern verübt hat. Das Ganze ist mit einem Kommissar, Stave heißt er, soweit ich mich erinnere, ausgestattet, der selber unter dem Krieg arg gelitten hat und der jetzt in einer komplett neu aufgebauten Polizei, ja, für Recht und Ordnung sorgen muss, unter schweren Bedingungen, denn vieles ist noch zerstört. Neben einem eigentlichen Krimi ist das auch ein, ja, ich will nicht sagen schönes, weil es ist ja eigentlich nicht schön, aber es ist ein schönes Porträt einer unschönen Zeit, vielleicht kann man das so zusammenfassen, und dadurch sehr fesselnd auch in den Gegebenheiten, die dort vorherrschen. Menschen brauchen Lebensmittelmarken, um Essen zu bekommen. Der Schwarzmarkt floriert. Viele wohnen in etwas, was wir heutzutage nicht mal mehr als Bruchbude bezeichnen wollen und so weiter und so fort. Die Polizei hat zum Beispiel in Band 1 nur 4 Autos zur Verfügung und auch die kommen nicht durch, denn überall liegen ja noch die Trümmer rum. Band 2, ich weiß nicht, ob es wieder ein wahrer Fall ist, aber ich lese mal den Klappentext vor. Hamburg 1947. Es ist das Jahr der Extreme. Nach einem bitterkalten Winter stöhnt die zerbombte Stadt schon im Frühling unter quälender Hitze. Und Oberinspektor Frank Stave wird mit einem heiklen Fall konfrontiert. In den Ruinen der größten Werft wird die Leiche eines Jungen gefunden. Die Ermittlungen führen Stave in die Welt der Wolfskinder, Anführungszeichen, die verwahrlost und ohne Familie in den Trümmern ums Überleben kämpfen. Als ein weiterer Mord geschieht, ist Stave zu einem entschlossen, um den brutalen Täter zu fassen. Ein Stück Geschichte wird lebendig und berührt den Leser ungemein, sagt die Hamburger Morgenpost. Ja, Band 1 hat mir sehr gut gefallen, habe ich geschenkt bekommen. Band 1, danke nochmal an dieser Stelle, falls die Person sieht dieses Video. Und deswegen habe ich mir Band 2 gekauft. Es gibt mittlerweile, also die eine Trilogie, gibt halt drei, aber es gibt mittlerweile auch eine neue Reihe von Kay Rademacher, die in Frankreich spielt. Die werde ich wahrscheinlich danach auch lesen. Dann habe ich meine gefühlt 38. Frankreich-Krimi-Reihe am Laufen. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn einem einmal was gefällt, dann kommt man nicht mehr davon los. Und bei Büchern, finde ich, ist das eine sehr gute Eigenschaft. Das waren jetzt 6 Bücher sozusagen im Schnelldurchlauf. Einige der neuen habe ich schon gelesen, andere werde ich mir zeitnah vornehmen. Sagt mir doch mal, ob ihr eins davon kennt oder gelesen habt oder vielleicht einen Autor schätzt oder nicht mögt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!